So, Freunde, es ist der gönnerhafte Boss, ja. Der gönnerhafte Boss ist hier am Start. Keine Ahnung, was das jetzt wieder wird. Es gab ja auch schon eine Folge Schlosshaft unterwegs. Fand ich ehrlich gesagt ganz witzig, aber nicht so gut und lustig wie die Sachen, die sonst so von Kolle kommen bezüglich Promophase und so. Ich bin mal gespannt, was hier jetzt rauskommt. Und ich würde sagen, ich laber hier gar nicht lange um den heißen Brei herum, sondern wir schauen einfach mal, was der Boss hier wieder fabriziert hat und gehen rein in die Masse wie eine Weißfellhauskatze. So, wo ist unser Geburtstagskind? Jürgen. Geh halt zu ihm. So, da steht er. Nun trau dich auch. Hi, ich bin der Jürgen. Ja. Ich hab heute Geburtstag. Und jetzt? Ich bin. Das fängt schon wieder so richtig stumpf an. Das fängt schon wieder so richtig plump und stumpf an. Hallo, ich bin der Jürgen. Ich habe heute Geburtstag. Ja. Und jetzt? So, das ist schon so todesstumpf einfach. Hi, ich bin der Jürgen. Ja. Ich habe heute Geburtstag. Und jetzt? Ich würde mir gerne was wünschen. Was wünschst du denn? Ein Perspektivenspasti. Perspektivenspasti wünschst du dir? Richtig. Ja, du bist mir auch so ein perspektivenloser Spasti. Da will der Boss sich mal heute nicht lumpen lassen und mal nicht so sein. Was machst du denn hobbyweise? Ja, zocken. Bist ein Zocker. Richtig. Ja, das kriegen wir hin. Geil, kriegen wir jetzt hier eine Lyrik-Lounge oder was? Sehr cool. Sehr cool. Okay, wir kriegen eine Lyrik-Lounge. Ich wette, er macht hier so einen auf RTL-Klischee-Zocker. So, weißt du, kein Leben, nur am Wichsen zu Hause und so. Gehe ich mal stark von aus. Ja, Junge, Lyrik-Lounge, Alter. Beste. Oh Gott, den Beat, den keiner mehr hören kann wegen Monte, aber der eigentlich genial ist, der von Rettungsschwimmer, Digga. Hookbeats, gib mir den Zockerbeat. Aber das Joypad, das Joypad. Gib mir das Joypad. Der Gaming-Booster hält aus dem Block. Moment, jetzt muss ich erstmal nochmal zurück, Alter. Hookbeats, gib mir den Beat, Zockerbeat. Aber das Joypad, das Joypad. Jetzt kommt der Star aus dem Block, als ob man Mario zockt. Gibt es aber auch ein anderes von ihm. Also jetzt nicht mit dem Star aus dem Block, sondern Blume kommt aus dem Block, also wie bei Mario, Blume kommt aus dem Block. Geil, zockt er quasi, er zockt das John Gotti-Video, ne? Nice, auch schönes Detail. Das Joypad. Jetzt kommt der Star aus dem Block, als ob man Mario zockt. Folgt der Boss. Der Gaming Booster hält den Big Boss gesund. Voll auf Sendung macht er dich in Discord zum Hund. Geil, Alter. Nice, direkt mit Discord eine Line hier. Der Gaming Booster hält den Big Boss gesund. Voll auf Sendung macht er dich in Discord zum Hund. 6-0, du Hurensohn, schalt aus deinen Speakern. Ich hab dir gesagt, ich bin dein Albtraum bei FIFA. Weggewichst, Bitch, ich hol den Super Score. Da wird die Maus misshandelt wie in einem Versuchslabor. Drecksnoob. Da wird die Maus misshandelt wie in einem Versuchslabor. Ist auch schön. Ah, geil, Mann. Ich liebe Lyric Lounge einfach. Aber krass, dass er wirklich diesen Beat dafür nimmt, ne? Für mich hat der so eine ikonische Bedeutung, weil, ich kann das mal kurz erzählen, damals zu der Zeit, als Rettungsschwimmer rausgekommen ist, habe ich meinen Führerschein gemacht und ich habe meine erste Prüfung, meine praktische, habe ich versemmelt, weil ich zu schnell gefahren bin. Das kann ich irgendwann auch nochmal in der Storytime genauer erwähnen dann. Jedenfalls habe ich meine erste Prüfung dann verkackt, bin zu schnell gefahren, durchgefallen und ja, zu der Zeit habe ich den Song halt rauf und runter gehört, deswegen verbinde ich das irgendwie immer damit. Und ja, wie die meisten von euch verbinden ihn wahrscheinlich mit irgendwelchen Monte-Videos. Nur du Hurensohn, schalt aus deinen Speakern. Ich hab dir gesagt, ich bin dein Albtraum bei FIFA. Weggewichst, Bitch, ich hol den Super Score. Da wird die Maus misshandelt wie in einem Versuchslabor. Drecksnoobs am Wegshooten, Kill Aim nice. Camper werden massakriert wie in The Hills Have Eyes. Mega Nice. krasser Aim in GTA RP. Überlegene Genetik der PC Master Race. Kein lebhaftes Face, dafür schnell zucke der Zeigefinger. Abhängig von Schnee wie Felskuppen im weißen Winter. Zock mit. Digga, die Reimtechnik, ne? Die Reimtechnik. Krasser Aim in GTA RP, überlegene Genetik der PC Master Race. Überlegene Genetik der PC Master Race.
Kein lebhaftes Face, dafür schnell zucke der Zeigefinger, abhängig von Schnee wie Felskuppen im weißen Wintersock mit. Digga, kranke Reime. Krank geile Reimtechnik. Richtig krank geile Reimtechnik. Ach, ist das nicht das Video, wo die. Ja, das ist das, wo er gegen San Diego Tekken zockt, Alter. Im Bus da. Da zocken San Diego und Kolle Tekken gegeneinander. Und San Diego nimmt Kolle leider ordentlich Hops auf jeden Fall, Alter. Wie Felskuppen im weißen Wintersock mit Sunny und der Chat schreibt Marshallah, wie er bei Tekken auseinander nimmt mit Martial Law. Wir koppeln Binnen von dem. Ja, Marshallah und Martial Law klingt jetzt nicht ganz so nice als Spit, aber ist trotzdem ganz cool auf jeden Fall. Ja, das habe ich gesehen, das Video ist cool. Sunny, der geht richtig ab, Digga. Er nimmt bei Tekken richtig Hops. Der Chat schreibt Marshallah, wie er bei Tekken auseinander nimmt mit Martial Law. Wir koppeln Binnen von dem Shit, wir sind rich teens, Bitch, wie mein Face im Twitch-Stream auf den Big Screen, dein Snitch-Team von GT. Ey, ist richtig geil gemacht, auch vom Video. Feiere ich das brutal ab. Das ist sehr, sehr nice. Und von den Lyrics sowieso, klar, Kolle, Lyrik, die Eins einfach, ist einfach so. Hated oder schreibt Fanboy, scheißegal, es ist einfach lyrisch die Eins und es war so unangefochten, Digga. Sunny und der Chat schreibt Marshallah, wie er bei Tekken auseinander nimmt mit Martial Law. Wir koppeln Binnen von dem Shit, wir sind rich teens, Bitch, wie mein Face im Twitch-Stream auf den Big Screen. Dein Snitch-Team von GTA Cops nervt im Roleplay sehr, sie schneidet den Zweigstelle des Dorns ab wie Rosenscheren. Donations knallt, dank Trefferquote mit Schrotgewehr, Kohle her für den Oberplayer im Noble Chair, denn ich spar grad für den neuen Hype. Kohle her für den Oberplayer im Noble Chair. Noble Chairs sind ja total in so. Sieht ja eigentlich gefühlt bei jedem Streamer, dass er Noble Share hat, so. Auch sehr geil. Die Rosenscheren, Donations knallt, dank Trefferquote mit Schrotgewehr, Kohle her für den Oberplayer im Noble Chair, denn ich spar grad für den neuen Heizlifter zusammen. Da war mir heiße Luft verdammt, als bei Cyber zu dem Punk. Ich sniper dich, du Sch. Da war mir heiße Luft verdammt, als bei Cyber zu dem Punk. Auch nochmal Cyberpunk hier kurz hops genommen. Für den neuen Heizlifter zusammen, da war mir heiße Luft verdammt, als bei Cyber zu dem Punk. Ich sniper dich, du Schwanz, der schreibt dich mein Revier, ich bleibe hier, denn alles andere hieß Beine trainieren. Ich bin der Öffner von dem Level. Alles andere heißt Beine trainieren. Jawohl, Junge, selbst hier wird natürlich das untergebracht, ne, dass die Beine nicht trainiert werden, Alter. Ich sniper dich, du Schwanz, der schreibt dich mein Revier, ich bleibe hier, denn alles andere hieß Beine trainieren. Ich bin der Öffner von dem Levelportal, ich bin der Last of Us in der Battle Royale. Es ist der Gamer, der Player aller Player, bitch, hol dir ne Paysafe Card für nen Zehner. Ich bin der King und zocke Dark Souls, ohne einmal sterben durch wie im Guard Mode. Es ist der Gamer, der Player aller Player, bitch, hol dir ne Paysafe Card für nen Zehner. Hauptsache Internet stabil, scheiß. Paysafe-Karten, Digga. Wenn ich überlege, wie viele Paysafe-Karten ich früher gekauft habe, so als 16, 17-Jähriger, obwohl ich glaube, man durfte ja eigentlich offiziell die SF18 holen, aber ich habe sie trotzdem damals immer gekauft. Auf jeden Fall, da war das alles noch nicht so problematisch. Geil, Mann. Richtig schönes Ding. Ohne einmal sterben durch wie im Guard Mode. Es ist der Gamer, der Player aller Player. Bitch, hol dir eine Paysafe-Card für einen Zehner. Hauptsache Internet stabil, scheiß auf Daumenarthrose, behalt die Finger in dem Spiel. Ich bin Gamer, Player aller Player, bitch, hol dir ne Paysafe-Card für nen Zehner. Im Deathmatch der Champion, ride mit den G's wie in Red Dead Redemption. Geil. Es ist der Gamer, Player aller Player, bitch, hol dir endlich diese Paysafe-Card für nen Zehner und verpiss dich aus meinem Gesicht. Hol dir endlich diese Paysafe-Card für nen Zehner und verpiss dich aus meinem Gesicht. Richtig schön. Arrogant, abwertend, geil gemacht, lyrisch extrem nice umgesetzt, alles, sehr viele verschiedene Spiele eingebaut und so, cooles Video auch dazu gemacht, sehr, sehr, sehr nice, muss ich sagen, sehr, sehr nice, hat mir sehr gut gefallen, ich weiß zwar nicht, warum es nicht einfach, das Video nicht einfach Lyric Lounge der Gamer nennt, aber keine Ahnung, auf jeden Fall cool, Mann, sehr, sehr nice. Da freue ich mich auch schon drauf, ich habe die Box natürlich schon vorbestellt, Freunde, und auf die Lyric Lounge EP freue ich mich auch sehr, zusätzlich natürlich. Hä? Da ist, glaube ich, ein Fehler unterlaufen, oder? Der Zocker und der Zocker? Das erste war doch der Personenschützer. Ich glaube, da ist ein kleiner Fehler unterlaufen. Ich weiß es aber nicht. Oder, keine Ahnung. Cooles Ding auf jeden Fall. Sehr nice Video natürlich mal wieder vom Boss, Freunde. Da Supporter lassen Box vorbestellen und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Ich bedanke mich auch bei euch hier vielmals fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen, angenehmen, entspannten Tag. Bis dann. Macht's gut, haut rein, bleibt vor allem gesund. Und ciao.